Hallo, ich bin schon wieder. Was wir heute machen ist Gleichgewicht. Es geht wieder um die Sprunggelenke, um die Knie, Einbeinstand. Was wir dafür brauchen, sind 5 Kreise. Ich habe diese 5 Kreise jetzt mit einem Zirkel aufgemalt. Wichtig ist, dass sie verschiebbar sind. Also guckt irgendwas, ein dickeres Karton, Papier, was ihr auf den Boden legen könnt und auch verschieben könnt. Das erste kommt in die Mitte. Dann legen wir eins nach vorne. Eins jeweils an die Seite und eins nach hinten. Wichtig ist dabei auch barfuß zu bleiben, weil wenn ihr mit den Schuhen auf diesem Platz seid, dann ist es ein bisschen vom Gleichgewicht her abgeschwächt. Also guckt auch wirklich, damit ihr die Fußmuskeln mitnehmt, dass ihr barfuß da drauf steht. Socken ja, nein, je nachdem wie rutschig der Boden ist. Ich stelle mich jetzt auf das rechte Bein. Das Knie ist leicht gebeugt. Damit tut ihr das Gelenk ein bisschen entlasten und auch die Bänder entspannen. Und dann fange ich an, als erstes nur die grünen Dinger anzutippen. Wichtig dabei ist, nicht einfach hin und her zu wischen, sondern leicht anbeugen, tippen, leicht anbeugen, tippen, leicht anbeugen, tippen. Wieso verschiebbar? Weil ihr jetzt eure Grenzen verschiebt. Und Stück für Stück immer weiter, bis ihr sozusagen aufs Maximum kommt. Und das Ziel ist auch nicht, hier abzustützen, ja? Nur ganz kurz und wieder zurück. Das ist die eine Seite, andere Seite natürlich auch. Variation davon ist eine Minute lang und zählt, wie oft ihr die Punkte berührt, aber auch wirklich berührt. Das hier zählt da nicht, sondern wirklich auf die grünen Punkten drauf. Nummer 1. Nummer 2 werde, wir verschieben die. Und die sieht aus wie so ein Fünferwürfel. Auch hier wieder ein Bein in die Mitte. Bei mir tippt das linke Bein wieder zuerst. Leicht gebeugt. Und auch hier vor. Und wenn ich es ein paar Mal gemacht habe, verschiebe ich es wieder. Genau. Und dann könnt ihr auch zum Schluss sehen, wo ist mein Radius größer, wo ist es kleiner. Und natürlich könnt ihr auch in die andere Richtung. Das heißt, dass ihr von rechts anfängt nach links über. Müsst ihr euch entscheiden, könnt ihr beides ausprobieren. Ja, auch hier eine Minute pro Bein. Zählt es wie oft in der Minute. Es zählen nur die, die auch wirklich berührt werden. Ja, das war's wieder von mir. Viel Spaß. Bin mal gespannt, wie oft ihr die Dinger berührt habt. Schönen Tag noch. Tschüss.